Herzlich willkommen auf Joey's Hobby-Kanal und herzlich willkommen hier im Tomatendschungel. Heute wollen wir euch mal unsere Tomaten zeigen. Das sind nämlich ganz schön viele. Okay, nicht so viele wie letztes Jahr, aber dieses Jahr werden die Tomaten noch reif und das wollen wir euch zeigen. Anfangen tun wir vielleicht gleich mal hier vorne mit der Tomate vor mir. Da weiß ich nämlich auch, wie sie heißt. Das ist die Clash Zebra. Eine grüne Fleischtomate mit Streifen, die auf gelb abreift. Also grüne Streifen, gelbe Frucht. Und die kann man jetzt auch mal eine abernten. So. So sehen die meisten Exemplare im Moment aus. Wir sind uns nicht ganz sicher, ob das alles Königsblüten sind, dass die so eine spannende Form bekommen haben und die hier oben doch noch anders abreifen werden. Schmeckt auf jeden Fall richtig gut, bringt guten Ertrag und die kommt jetzt auf jeden Fall in den Erntekorb. Also hier sieht man mal so ein Exemplar, bei dem ich denke, das ist keine Königsblüte gewesen. Und so sollten sie wahrscheinlich alle eigentlich aussehen. Vielleicht auch ein Stück größer, könnten sie schon sein. Wir haben dieses Jahr auch ein Stück viel von der Pflanze gefordert. Wir haben sie gleich dreitriebig gezogen, weil wir letztes Jahr gesehen haben, das wären schöne große Pflanzen. Dafür sind es dieses Jahr aber auch kleinere Früchte. Und wir haben auch gemerkt, einige dieser Triebe, die enden in einer Blüte. Also gerade hier oben ist hier ein Ende und wir müssen schauen, dass wir einen Geiztrieb weiter hochziehen. Hier könnt ihr die bunte Bandbreite an Früchten sehen. Also die meisten sind wirklich in der Richtung Königsblüte und manche eben normal. Die beiden Pflanzen hier, das sieht man, manchmal passt es mit den Schildern nicht so ganz. Das sollte eine Angora sein. Und wenn man die Angora googelt, dann ist die rot und sie ist behaart. Bei uns ist es eine gelbe Frucht rausgekommen. Keine Ahnung, was das am Ende ist. Vielleicht haben wir auch das Saatgut verwechselt. Oder das Saatgut hat sich irgendwie, ja, bei dem, wo wir das Saatgut herhaben, vertauscht. Die Tomate schmeckt eigentlich richtig gut. Ziemlich süßlich, also im Vergleich zu den anderen Gelben, die wir in der Größe haben, schmeckt die uns richtig gut. Wir sind uns nur noch nicht ganz sicher, ob wir sie weiter anbauen, weil wir ja doch keinen Namen zu ihr haben. Das nebendran, das muss eine Iba Sweet White sein. Da haben wir eigentlich auch was anderes gepflanzt. Wahrscheinlich haben wir im Laufe der Zeit dann nochmal was nachgepflanzt, weil die erste Pflanze kaputt gegangen ist. Wir sind uns nicht mehr ganz sicher, wir haben es einfach vergessen. Das sind also diese Früchte von unserer angeblichen Angora. Und was man hier auch schön sieht, Blütenendfäule. Das haben wir dieses Jahr leider sehr viel. Und ganz deutlich zu erkennen, das ist eine Iba Sweet White. Zwischen den Tomaten haben wir auch ein paar Chilis gepflanzt und ein paar Paprikas. Das ist zum Beispiel die Candlelight. Ich kann mir die gut auch im Balkonkasten vorstellen. Ja, schön kompakt, schöne dekorative Früchte. Oben drüber, da wächst die Tomatensorte Eiszäpfchen. Eigentlich auch eine richtig schöne Sorte, nur haben wir dieses Jahr ein richtiges Problem. Auch hier mit der Blütenendfäule. Eigentlich an allen Früchten. Die werden am Ende ja schon so richtig orange, haben alle bei uns Blütenendfäule, sonst wären die auch viel länger. Also wir haben auch schon eine ernten können, die war, denke ich, doppelt so lang fast. Wenn diese Tomate nicht diese starke Blütenendfäule hätte, dann wäre das eine tolle Soßentomate, denke ich. Viel Fruchtfleisch, wenig Gallerte. Die Tomaten hier, die sind jetzt nicht übermäßig hoch. Wir haben sie auch mehrtriebig gezogen. Dafür hängen sie voll mit wunderschönen Früchten. Das ist der schwarze Elefant. Davon haben wir hier drei Stück stehen. Wir haben sie jetzt mal verglichen mit der Black Rim. Die Black Rim ist schon besser, haben wir gemerkt, aber trotzdem ist sie richtig gut. Was ich jetzt so an den Früchten entdecke, die sind zum Teil wirklich aufgeplatzt. Es hat viel geregnet. Das heißt, die Früchte haben noch mal richtig Wasser bekommen. Die Schale ist ja härter und so platzen die leider auf. Sind aber wirklich schöne Früchte. Hier an der Pflanze ist auch wieder was schief gegangen. An sich eine wirklich starke Pflanze. Drei starke Triebe, aber ich zeige euch mal die Frucht. Schön, rot und groß. Geht in Richtung Ochsenherz, würde ich jetzt schon fast sagen. Soll aber eine gelbe Fleischtomate sein.
Die Pflanze, die aber daneben steht, die sieht aus wie im Lehrbuch. Also hier das zweite Exemplar der gelben Fleischtomate. Ja, und die Früchte, die sind auch wirklich gelb. Unterschiedlich groß, aber super lecker. Auch hier entdecke ich immer wieder die Blütenendfäule. Das haben wir leider dieses Jahr so einen kompletten Streifen durch. Schmeckt aber so gut, dass wir sie wieder anbauen wollen. Hier haben wir zwei Exemplare der Ocrian Purple. Dahinter stehen noch zwei Exemplare. Die sehen eigentlich genauso aus. Die haben wir in unserem Garten schon vorgefunden. Wir wussten nicht genau, was es für eine Frucht ist. Vor 2 Jahren wurden wir darauf hingewiesen, das könnte die braune Pflaume sein. Deswegen haben wir jetzt mal Saatgut der Ocrian Purple geholt, um das zu vergleichen. Und um ehrlich zu sein, wenn man die nebeneinander hält, macht das kaum einen Unterschied. Auch geschmacklich macht es kaum einen Unterschied. Hier die Ocrian Purple und das ist die Tomate, ja, die wir im Garten vorgefunden haben. Die Ocrian Purple, da muss man sagen, ist vielleicht ein kleines Stückchen besser im Geschmack, aber es macht wirklich nur einen ganz minimalen Unterschied. Die 4 Pflanzen, die wachsen alle richtig gut, bringen alle guten Ertrag. Ja, sie haben auch die Blütenendfäule. Da sind wir dieses Jahr schon sehr belastet mit. Müssen wahrscheinlich Kalk in den Boden einbringen. Die Tomate hier vor mir, das ist die Amish Paste. So sehen die Tomaten aus. So sehen die Königsblüten aus. Und der kleine Sherlock Holmes in mir, der sagt, die da hinten, die rote Tomate, die eigentlich gelb sein sollte, das wird wohl eine Amish Paste sein. Da werden wir die Schilder wohl vertauscht haben müssen. Zur Pflanze selbst muss man sagen, sie wächst richtig gut. Schöne große Früchte, viele Früchte, auch wenn wir sie 3-triebig gezogen haben. Die Triebspitzen, die sind jetzt schon 1,70 hoch, also gar nicht schlecht. Hier neben der Amish Paste, da wächst die Amish Gelb. Eine schöne gelbe Tomate, so einen ganz kleinen Anthocyananteil haben sie hier oben. Schmeckt super lecker. Aber im Vergleich zu dieser Pseudo-Angora ist die Angora schon noch ein Stückchen süßer. Also die Tomate hat einen schönen Säureanteil, ist aber auch richtig süß, hat einen tollen Ertrag und ja, eigentlich eine empfehlenswerte Sorte. Die ersten Journey Prinz sind reif. Die Tomate, von denen alle immer so schwärmen, wir haben sie jetzt dieses Jahr auch mal ausprobiert. Sieht eigentlich richtig gut aus. Schöne große Frucht. Sind gespannt, wie sie schmeckt. Die Pflanze ist jetzt nicht weit gewachsen. Wir haben sie auch 2-triebig gezogen gehabt. Vielleicht wäre 1-triebig besser gewesen. Aber ja doch, für das, was dranhängt, kann sich schon sehen lassen. Hier nebendran, da wächst die Wikingerblut. Auch eine ja, dunkle Sorte, nicht ganz so groß. Wir haben sie 3-triebig gezogen, weil wir letztes Jahr gemerkt haben, die werden richtig schnell richtig hoch. Dieses Jahr sind sie vielleicht gerade auch so groß wie ich. 3-triebig gezogen, viel Ertrag. Schöne Früchte. Aber auch sie platzen leider auf. Naja, das liegt jetzt wahrscheinlich gerade am Wetter. Hier gegenüber, da steht die Black Crim. Auch eine schöne, große, dunkle Tomate. Da sind wir dann gespannt, was der Geschmacksvergleich hergibt. Schmeckt die Journey Prinz besser? Die Black Crim? Wie schmeckt im Vergleich die Wikingerblut? Oder eben auch der schwarze Elefant? Was schade ist, ich habe gerade gesehen, die bekommt schon die Braunfäule. Geschmacklich ist die Tomate super, aber ja, für einen Freilandanbau eigentlich nicht geeignet. Hier neben mir ist der eigentliche Standort von der Eva Sweet White. Wirklich tolle Kirschtomate. Sie ist gelb, sie hat einen kleinen Nachteil, sie platzt relativ schnell auf, hat aber auch wirklich eine sehr dünne Schale, einen tollen süße Säureausgleich und sie wächst richtig, richtig gut. Die hinter mir, die ist hier gerade 6-triebig gezogen und schon über 2 Meter hoch und hat richtig viele Früchte. Also richtig toll. Neben der Eva Sweet White ist wieder so eine Rätseltomate. Angeblich auch eine Eva Sweet White. Nicht ganz so hoch. Die Früchte sind viel größer, runder, platzen auch relativ schnell auf. Keine Ahnung, was da wieder schiefgelaufen ist. Eine Tomate, von der ich finde, die ist gar nicht so hübsch. Die Fairbanks Terracotta. Nicht wirklich hochgewachsen, aber ein geschmackliches Highlight. Also die Tomate werden wir auf jeden Fall wieder anbauen. Ist eine Anbauempfehlung von uns auf jeden Fall. Man muss sie wahrscheinlich 1-triebig ziehen, damit sie schön hoch wird. Die verbleibenden Tomaten zeige ich euch.
Aber zunächst mal eine Pflanze, die gar keine Tomate im eigentlichen Sinne ist, auch wenn sie so heißt, nämlich die Yaltomate. Zwischendrin wächst die hier, zwischen die Reihen gesetzt, ja, hat sich als ziemliches Unkraut mittlerweile entwickelt, also von der Menge her. Diese Pflanze bringt kleine schwarze Früchte, also wirklich so ganz kleine Teile, sehen aus wie Heidelbeeren, schmecken nur nicht ganz so. Also eigentlich schmecken sie nicht wirklich, sind ziemlich herb, haben enorm viele kleine Kerne drin. Naja, ist ein Anbauversuch, zu dem es dann auch irgendwann noch mal ein Video geben soll. Mal sehen, ob es das wirklich geben wird. Jetzt wieder zu den eigentlichen Tomaten. Denn da haben wir hier noch eine Sorte, passend zur Glacial Zebra, wenn auch einfach am anderen Standort. Das ist die Red Zebra, also die rote Zebra. Die sind jetzt auch mittlerweile reif geworden. Hat ziemlich lange gedauert, bis dann die erste Frucht abreift. Aber jetzt ist es soweit, deswegen mache ich sie auch ab. Wenn sie will. Und das ist eine richtig schöne rote Frucht, wie der Name es verspricht. Auch schön von der Färbung her, von der Musterung her. Eben gelb gestreift auch noch. Ein schönes Zebra. Bei der bin ich also auch auf den Geschmack gespannt. Wie gesagt, das ist die erste Frucht, die wir ernten konnten. Aber ich denke, also vom Optischen her macht es einen vielversprechenden Eindruck. Ja, und geschmacklich, das werden wir dann sehen. Was man an der Pflanze sehen kann, ist, dass es auch immer wieder wichtig ist, die Pflanzen zu kontrollieren, ob Geiztriebe wachsen oder nicht. Denn hier sind ein paar gewachsen, gleich zwei, mittlerweile ziemlich große, die eigentlich hier nicht sein sollten, die aber zum Teil auch schon Früchte angesetzt haben. Dementsprechend möchte ich die natürlich nicht kappen und die Früchte verlieren, sondern ich nehme bei dem einen oben die Spitze weg, sodass der dann in der Blüte endet, beziehungsweise noch ein Blatt nach der Blüte kommt. Dadurch werden die Früchte weiter versorgt und können abreifen. Ich muss nur irgendwann den Trieb dann auch mal anbinden und sichern, dass er durchs Gewicht der Früchte nicht abknickt. Auch an dem zweiten sind Früchte im unteren Bereich dran. Dann mache ich das genauso. Spitze raus. Und damit ist hier an der Stelle Schluss. Andere Triebe, wie hier so ein ganz kleiner, die können natürlich einfach zwischendurch mal mit rausgeknipst werden. Und wenn sie schon so groß sind, dass man sie mit der Hand wegmacht, dann eben mit einer Gartenschere. Eine Stelle, wo auch noch Tomaten wachsen, das ist hier unser Hochbeet. Das war überhaupt nicht geplant. Da sind die Pflanzen einfach aus dem Kompost, den ich reingegeben hatte, aufgegangen. Waren also Samen drin, die überdauert haben. Ja, und jetzt haben wir hier mehrere Pflanzen unterschiedlicher Sorten wachsen, die wir jetzt alle als Buschtomaten auch haben wachsen lassen. Sprich, wir haben überhaupt nicht ausgegeizt, weil wir uns lange Zeit nicht sicher waren, lassen wir sie drin oder nicht. Oder pflanzen wir sie vielleicht noch woanders hin. Ja, das ist alles nicht geworden. Und jetzt, ihr seht, sie ranken am Hochbeet außen entlang in der Hauptsache. Ein paar einzelne Triebe sind so in der Mitte durch, wo wir schon aufpassen, dass sie uns nicht die eigentlichen Kulturen hier überwuchern und erdrücken. Die Schwarzwurzeln halten das ganz gut aus. Die Möhren, soweit sie im hinteren Bereich überhaupt aufgegangen sind, kommen einigermaßen damit klar. Und ja, die wenigen Pastinaken, die sind mittlerweile sowieso ausreichend groß. Die können die Tomaten nicht mehr überwuchern. Aber was das nur für Sorten sind, das kann ich nur mutmaßen. Bei der hinter mir zum Beispiel anhand der Größe und der Wuchsform würde ich sagen, das ist Johannisbeertomate. Ja, vom Geschmack her würde ich das auch sagen. Nichts Besonderes, also für mich zumindest. Die sind lustig von der Größe her, aber vom Geschmack gibt es eindeutig bessere. Vor mir, da vermute ich, dass es eine Black Cherry sein könnte, zumindest so von der unreifen Optik der Früchte her. Das wird sich noch zeigen, wenn die dann soweit sind. Und das ist tatsächlich ein ziemlicher Dschungel, weil eben nicht ausgegeizt. Vielleicht müssen wir da nochmal durchgehen. Aber das ist jetzt auch nicht ganz so dramatisch. Eine Stelle haben wir noch, wo wir Tomaten angepflanzt haben. Und das ist hier unser verbliebenes Gewächshaus. Da stehen drei verschiedene Sorten. Ganz hinten ist es die Johnny Prince. Ganz vorn Cotsula 133, glaube ich. Und in der Mitte, ja, da sind leider
Die Beschriftungen auf den Schildern verschwunden, die Schilder sind noch da, Beschriftung ist weg. Ich weiß es also leider nicht. Die haben die letzten Tage nichts vom Regen abbekommen, weil Überdachung drüber, ja, die dursten etwas, kriegen dann gleich noch eine Portion Wasser. Was allerdings hier sehr deutlich ist an der Kozula, da sind ein paar einzelne Früchte dran, noch nicht reif. Auch an den beiden Pflanzen sind ein paar einzelne Früchte da. Johnny Prince steht momentan ohne Behang. Also es ist einfach das Gewächshaus. Ich merke es immer wieder, jedes Jahr aufs Neue. Das muss dringend mal überarbeitet werden. Es ist zu dunkel. Hier verirren sich kaum Insekten rein oder eigentlich keine. Da muss ich mal was machen. Das Saatgut für die Pflanzen, das haben wir vom Gartengießi geschenkt bekommen. Und es war leider so, dass wir ja, das vielleicht noch rechtzeitig hätten hinbekommen, die auszusehen. Nur eben im April. Die treuen Zuschauer wissen, da war bei uns doch manches an Veränderungen im Leben auch angesagt, sodass die Tomaten einfach ein Stück hinten anstanden und dadurch ja vielleicht eine Spur zu spät in die Erde gekommen sind. Wenn noch ein paar einzelne dran werden, ist es trotzdem völlig okay. Vielleicht überleben die hier im Gewächshaus auch noch länger als die draußen. Die sehen auch noch alle gut aus. Aber so könnte es sein, dass wir hier vielleicht, während im Freiland schon nichts mehr wächst, noch die eine oder andere bekommen können. Das wäre auch okay. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber mich fasziniert diese Tomatenvielfalt. Neulich hatten wir auch Besuch von ein paar Kindern und die haben gemeint, schau mal Mama, so eine Tomate, die habe ich ja noch nie gesehen. Und das finde ich einfach genial. Und es ist auch spannend, immer wieder neue Sorten auszuprobieren und festzustellen, dass da auch viele dabei sind, die man bisher noch gar nicht kannte und die optisch und geschmacklich so richtig der Knaller sind. Für uns war dieses Jahr so eine Entdeckung eben die Firbons Terracotta. Eine richtig gute Tomate, optisch nicht ganz so ideal, aber geschmacklich wirklich top. Was sind eure Lieblingstomaten? Das könnt ihr uns gerne mal unten in den Kommentaren so reinschreiben, weil wir immer auf der Suche sind, auch noch nach Sorten, die sich lohnen anzubauen, vor allem im Freiland. Denn ihr habt es gesehen, die Überdachungsmöglichkeiten bei uns sind eben sehr begrenzt. Freilandtomaten, die sind diejenigen, die bei uns gebraucht werden, denn nur die funktionieren richtig gut. Es sei denn, man hat so ein Jahr wie dieses Jahr, wo Tomaten sowieso extrem gut funktionieren. Was wir uns für dieses Jahr auf jeden Fall wieder gemerkt haben, wir müssen uns eine Liste schreiben, wo welche Tomate steht und aufpassen in der Anzucht, dass nicht wieder irgendwas durcheinander kommt. Auch da könnt ihr uns gerne wissen lassen, wie ihr vorgeht, um dann auch wirklich zu wissen, welche Tomate ist welche Sorte. So wollen wir uns verabschieden vor unserem kleinen Tomatendschungel hier im Hochbeet. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.